wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute IA-Generator eigenständig profitable Handelssysteme entwickeln. Ja, ich freue mich, dass wir das Webinar wieder mit David Varney veranstalten dürfen und dass er für uns die Zeit gefunden hat heute. Natürlich freue ich mich umso mehr, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich sehe gerade, dass noch sehr viele jetzt reinkommen. Bis dato haben Sie noch nichts verpasst. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann auch gerne das durchlesen. Prima, dann, lieber David, kriegst du jetzt den Bildschirm und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß. Perfekt, dann vielen Dank für deine super Einleitung wie immer und von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Wir haben heute wieder 60 Minuten Zeit, um über unsere Lieblingsthemen zu sprechen. Und ja, mein Name ist David Warney und die einen oder anderen kennen mich wahrscheinlich schon. Wir sind mit AlgoCamp lange Jahre schon Partner von FXBet und haben uns auf den automatischen Börsenhandel spezialisiert. Speziell grenzen wir uns natürlich von den sogenannten Robo-Advisern ab. Das heißt, unser Ziel ist es, dass wir oder Sie als Trader da draußen komplett unabhängig von anderen Einrichtungen automatisch an der Börse traden können. Das heißt, Sie brauchen kein Fonds, in dem Sie Geld einzahlen, sondern Sie haben Ihr Trading-Konto bei FXBet, zahlen dort Ihr Geld ein und lassen dort Ihr Handelssystem laufen und können dann jederzeit sagen, heute möchte ich stoppen. Heute habe ich keine Lust mehr auf Algo-Trading, übermorgen möchte ich wieder starten oder ich brauche mein Geld kurz für 2 Wochen. Und das sind ja so die großen, großen Vorteile gegenüber von Fonds oder von festen Anlagen, wo wir erst was kündigen müssen und so weiter. Das ist nicht unser Ziel, das ist so unserer Meinung nach nicht mehr zeitgemäß und deswegen ist das, ich sag mal, das eigenständige, automatische Trading so unser Motto, unser Thema. Was soll heute Thema sein? Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Heute geht es darum, ich glaube, das ist das Spannendste für Sie, wie Sie selbst eigenständig Handelssysteme entwickeln können. Das heißt, wenn wir das so ein bisschen nüchtern betrachten, dann sind automatische Handelssysteme ja eigentlich nur ein Stück Software, so wie jetzt hier der Browser oder die Webinar-Software, die wir jetzt hier gerade alle nutzen, so wie alles auf unserem Computer ja eigentlich einfach nur ein Stück Software ist, was mal jemand programmiert hat. Bei den automatischen Handelssystemen sieht es ja ähnlich aus. Wir haben gerade speziell im MetaTrader zum Beispiel unsere Expert Advisor. Das ist ja so der Begriff für die Handelsroboter. Dahinter steckt halt auch nur Quellcode, wo halt jemand, der es programmiert hat, mal gesagt hat: Lieber Roboter, wenn der DAX heute mit einem Upgap von 5% eröffnet zum Beispiel, dann gehst du Short. Der Stop-Loss wird so und so berechnet. Der Take-Profit wird so und so berechnet. Also ganz klare Regeln, die dahinter stecken. Und jetzt wollen wir oder Sie wahrscheinlich da draußen jetzt nicht noch anfangen zu programmieren oder programmieren zu lernen. Einige, die sind da vielleicht, haben da den Spaß dran oder sind da schon fit in dem Thema. Natürlich schön oder mal gut, wenn man das kann. Aber die Mehrheit, haben wir gemerkt, die möchte das gar nicht, weil, das sage ich schon seit Jahren, haben wir hier halt einfach zwei komplexe Themen, ne? Also wir haben zum einen das Trading und dass das komplex genug ist, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erzählen. Und die Programmierung. Die Programmierung, das ist halt ein Studiengang, das ist eine Ausbildung. Das wird man auch nicht von heute auf morgen lernen. Natürlich gibt es da draußen zahlreiche Programmiertutorials, auch kostenlos bei YouTube oder auch für ein paar Euro mehr. Alles gar kein Problem. Aber ich finde es immer schwierig, sich auf diese zwei Themen zu konzentrieren, weil wir auch nicht unendlich viel Zeit haben. Gerade wenn wir nicht Vollzeit-Trader sind, sondern noch andere Beschäftigungen haben oder Familie haben oder auch große Hobbys haben, die Zeit fressen, fehlt es uns und dann laufen wir vielleicht darauf hinaus, dass wir den ganzen Tag ja irgendwie alles so halb machen, so halb traden, halb programmieren, aber im Endeffekt bekommen wir nichts hin. Und dieses Problem ist uns schon lange bewusst und wir kennen das Problem und deswegen haben wir Anfang diesen Jahres zum Beispiel den EA-Generator entworfen. Und das ist, ja, wie soll ich sagen, eine Software, mit der jeder
automatische Handelssysteme erstellen und auch testen kann, ohne auch nur eine Zeile zu programmieren. Das heißt, bisher hatten wir von AlgoCamp halt unter anderem auch die, ja, ich sag mal, die Sparte gehabt, dass wir individuelle Programmieraufträge umsetzen. Das heißt, die Trader sind zu uns gekommen, haben gesagt, das hier ist meine Strategie, ich möchte gerne so und so handeln. Programmiert das bitte für uns. Gar kein Problem, das machen wir natürlich nach wie vor immer noch. Aber für uns war das immer so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich nicht zeitgemäß. Und ich glaube, der Trader da draußen möchte da ein bisschen unabhängiger sein. Und daher haben wir den EA-Generator erschaffen. Und der EA-Generator ist, wie ich gerade gesagt habe, halt ein Online-Tool, wo wir einfach nur rein mit der Maus uns Handelssysteme zusammenklicken können. Wir haben hier auf unserer Unterseite bei AlgoCamp vom EA-Generator halt zum Beispiel auch eine kleine Infoseite, wo wir so ein bisschen kleine Animationen sehen, wie das Ganze läuft. Und das schauen wir uns heute gleich komplett im Einsatz mal an. Das heißt, wir klicken uns da durch und ich zeige Ihnen heute, wie Sie wirklich ohne auch nur eine Zeile zu programmieren, ohne sich groß einzuarbeiten oder ewige Dokumentation zu lesen, eigenständige Roboter zusammenklicken können. Also wirklich zusammenklicken und am Endeffekt auch exportieren können, sodass Sie die dann im MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 nutzen können, um sie da zu testen, auf einem Demokonto laufen zu lassen oder halt natürlich auch auf dem Live-Konto laufen zu lassen. Aber das ist inzwischen möglich und wir haben das Ganze im Januar veröffentlicht und das Feedback ist heute, was wir dazu bekommen haben, ist wirklich sehr, sehr grandios, was uns sehr, sehr, sehr freut, weil das ein relativ schwieriges Projekt war, da auch zu die Mitte zu finden. Ne? Wir werden, das sage ich auch ganz klar, der EA-Generator hat Grenzen. Das heißt, er kann nicht den Hyper-Super-Indikator XYZ abbilden. Er kann auch nicht die Formationen, den sterbenden Schwan im Chart erkennen oder so weiter. Das alles hat natürlich immer Grenzen, weil wir müssen hier natürlich die Mitte finden. Wir möchten kein überladenes Programm haben, wo wir wieder anfangen müssen, uns einzuarbeiten, sondern wir wollen was Schlankes haben, was gut funktioniert und auch schnell ist natürlich. Und das kann ich vorab schon sagen. Die Backtest-Funktion, das heißt die Analyse der Strategie, ist im EA-Generator schneller und zwar deutlich schneller als im MetaTrader selbst. Dass wenn Sie im MetaTrader schon mal Strategien gebacktestet haben, dann, wenn Sie wissen, dass man in der Zeit einiges anderes machen kann und manchmal die Zeit so langsam vergeht, dass wir schon wieder vergessen haben, was wir eigentlich gemacht haben im MetaTrader. Perfekt. Ganz wichtig natürlich für Sie da draußen, bevor wir direkt in den EA-Generator springen. Jeder von Ihnen kann sich auch kostenlos, und das ist auch ohne versteckten Haken oder versteckte Abo-Falle, einen Testzugang erstellen. Das heißt, wenn man bei uns auf unsere Webseite geht, algo-camp.de, gibt es hier oben unter Produkte EA-Generator. Natürlich können Sie sich den Testzugang erstellen, der 5 Tage läuft und wo Sie so gut wie alle Funktionen enthalten haben. Es gibt eine kleine Funktion, die wir in den Testzugängen deaktiviert haben. Das hat aber eher damit zu tun, dass diese Funktion relativ viel Rechenlast bei uns auf dem Server beansprucht. Und wir möchten nicht, dass die Trader, die sich den Zugang schon erworben haben, dass sie darunter leiden, dass immer mal wieder relativ viele Testzugänge aktiv sind. Aber wahrscheinlich wird Ihnen die Funktion gar nicht auffallen oder gar nicht fehlen. Aber ansonsten haben Sie alle Funktionen und können alle Funktionen ohne Haken 5 Tage komplett testen. Und entweder sagen Sie, gut, danke für den Test, oder Sie sagen, perfekt, ich habe meine Traumsoftware gefunden, ich möchte mehr davon. Gut, dann kommen wir endlich zum EA-Generator. Ich mache ihn hier auf. Und das ist das schon. Der EA-Generator hat, ich würde sagen, 3, 4 Kategorien, in denen wir das Ganze ein bisschen aufteilen, damit sie nicht sofort erschlagen werden. Was machen wir mit dem EA-Generator? Wir klicken unsere Strategien zusammen. Und ich mache jetzt einfach mal 2, 3 Sachen, ohne es groß zu kommentieren. Und dann gehen wir mal auf die einzelnen Punkte ein, um eigentlich zu erkennen, wo da schon die Macht quasi dahinter steckt. Also kurz zur Erklärung. Wir haben oben unser Menü. Das sind unsere Oberpunkte. Also quasi die Kategorien, die ich angesprochen habe. Und hier drunter die Unterkategorien. Dann hier geht es ums eigentliche Strategieerstellen. Das heißt, wo wir sonst eigentlich den Quellcode haben und jetzt tippen würden, klicken wir hier zum Beispiel mit der Maus auf neue Einstiegsregel hinzufügen und sagen, und ganz wichtig, hier geht es nicht darum, auf Krampf jetzt eine profitable Strategie zusammen zu erstellen, darum geht es gar nicht. Wenn es so ist, dann ist es natürlich Zufall, wenn nicht, auch nicht schlimm. Es geht heute einfach nur um die Funktionalität, um Ihnen zu zeigen, wie die Bedienung ist und was es alles kann.
Also ich sage im ersten Schritt, ich will ein Einstiegskriterium. Das heißt, wann soll mein Handelssystem eine Position eröffnen und zwar long gehen? Ich sage hier einfach mal, dann, wenn der Markt, also die Candle, über dem Durchschnitt eröffnet. Und zwar, was nehme ich für einen Durchschnitt? SMA, EMA, ich nehme den EMA und zwar nehme ich jetzt einfach mal den Klassiker, einen 50er EMA. Möchte ich das schieben, also shiften? Nein, ich will den aktuellen Berechneten haben, klicke ich auf Akzeptieren. Und was Sie jetzt vielleicht nebenbei schon gesehen haben, ist, er hat automatisch den Backtest schon durchgeführt innerhalb von einer Sekunde. Das heißt, hier rechts sehen wir den Kontostand. Das ist natürlich nicht das, was wir gerne sehen möchten und haben wollen. Aber wie gesagt, es geht nur um die Funktionalität. Das heißt, er hat nebenbei innerhalb dieser einer Sekunde den Backtest für den Euro-Dollar. Wir haben hier oben den Euro-Dollar ausgewählt auf Stundenbasis. Von 2007 an bis heute, also die Daten sind immer relativ aktuell, die gehen bis heute 14 Uhr durchgeführt. So, wenn wir uns nochmal, falls Sie das schon mal gemacht haben, überlegen, wie lange das im MetaTrader dauert, das Backtesten. Ich glaube, der Test würde noch nach Ende des Webinars laufen. Also das haben wir hier nicht. Okay, mach ich mal weiter. Ich möchte noch weitere Einstiegskriterien haben. Und zwar möchte ich sagen, okay, ich will noch den, was nehme, den MACD haben als Indikator. Und hier habe ich immer verschiedene Möglichkeiten, wie ich den nutzen kann. Ich kann also sagen, dann, wenn der MACD über der Nulllinie läuft, dann kann ich hier den MACD konfigurieren. Und wenn wir mal nach rechts schauen, hier auf den Chart, wir sehen jetzt hier schon mal die Optimierung. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur noch den SMA drin, sondern zusätzlich auch noch den MACD als Indikator. Und wir sehen jetzt hier einmal die dünnere Linie. Das war davor, also nur der SMA. Und jetzt die andere Linie, die nicht ganz so schlecht läuft oder ein bisschen länger braucht, um das Konto zu vernichten, ist die mit den aktuellen Einstellungen. Das heißt auch mit dem MACD. Und wenn ich hier links die Anpassungen vornehme im MACD, haben wir quasi mit jedem Klick oder mit jeder Änderung sofort hier schon die Vorschau, wie die Strategie laufen würde. Das heißt, ich ändere mal den schnellen EMA auf 15, klicke raus und wir haben sofort schon das Ergebnis. Nehme ich den langsamen, stelle ich auf 50, stelle ich den Wert noch auf 15 und sage, ich möchte nicht auf Schlusskurse, sondern ich möchte auf Eröffnungskurse gehen, klicke auf Akzeptieren und habe hier sofort schon das Ergebnis drin. Das Ganze natürlich auch für den Ausstieg, das heißt, wann möchte ich rausgehen? Momentan haben wir hier eingestellt, ich möchte 0,1 Lot traden pro Trade, ich möchte Long und Short gehen. Was ist, wenn ein Gegensignal generiert wird? Das heißt quasi, wenn das, was wir jetzt eingestellt haben, für Long genau andersrum passiert, dann würde momentan nichts passieren. Ich kann jetzt hier sagen, ich möchte dann genau das Gegenteil tun. Das heißt, wenn der MACD beispielsweise die Nulllinie von oben nach unten kreuzt oder unten nach oben, haben wir ein entsprechendes Gegensignal, stelle ich ein. Möchte ich einen Stop-Loss? Ja, empfiehlt sich prinzipiell immer. Sagen wir, möchten wir es fixiert haben, möchten wir es nachlaufend haben. Ich nehme es einfach mal fixiert auf 100, nehmen wir 150 Pips und wir sehen immer nebenbei, wird die Performance-Kurve schon angepasst. Wann möchte ich meinen Gewinn mitnehmen? Entweder möchte ich den Ausstieg haben, wenn Indikatoren, die wir gleich noch einstellen, das Exit-Signal liefern. Oder aber ich kann auch sagen, ich nehme das einfach mal fix mit. Es kann auch beides gehen. Ich sage, gut, ich will jetzt hier mal meine 20 Pips mitnehmen, ist nicht das beste Verhältnis. Nämlich okay, 100 Pips. So, stelle ich ein. Ergebnis auch wieder sofort da. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Einstiege eingestellt. Das heißt, ich möchte long gehen, wenn der SMA, also wenn die Kerzen über dem SMA sind. Und, das heißt, es ist eine Unverbindung, wenn der MACD über der Nulllinie ist. Wenn das Gegenteil passiert von den beiden, dann gibt es ein Gegensignal. Das wird immer automatisch eingestellt. Das heißt, wir haben hier den Reiter Einstieg verkaufen, also Shorts. Und dort ist genau das Gegenteil dann automatisch schon drin von dem, was wir hier eingestellt haben. So, was haben wir hier unten? Ausstieg. Hier kann ich also sagen, ich möchte nicht nur dann aussteigen, wenn der Stop-Loss erreicht wurde oder der Take-Profit erreicht wurde, sondern ich möchte auch Indikatoren nutzen als Gegenausstieg. Und hier haben wir eine große Auswahl an Indikatoren. Wir können von mir aus auch den RSI mit reinnehmen und sagen,
ich möchte die Long-Position schließen, wenn der RSI fällt. So, und auch hier kann ich den komplett so konfigurieren wie im MetaTrader. Da haben wir dann immer die Periode, die Signallinie und halt welche Kursdaten verwendet sollen. Open, High, Low, Close, Mittelwert, gewichtet und so weiter. Ich bleibe beim Schließen. Ich sage, als Periode möchte ich es ein bisschen langsamer haben. Nehme von mir aus die 22er Periode und die Signallinie soll von mir aus die 40 sein. Wie gesagt, geht nur ums Testen. Ich klicke auf Akzeptieren und wir sehen wieder sofort, der Kontostand, also die Performance-Kurve hat sich angepasst. Und das Ganze kann ich den ganzen Tag lang machen. Also ich kann alles Mögliche miteinander kombinieren. Ich kann beim Ausstieg auch noch hinzufügen und sagen, ich will noch einen weiteren Filter haben und sagen, ich möchte in einer gewissen Uhrzeit aussteigen. Ich kann andere Indikatoren nehmen, ADX. Also die Auswahl hier ist relativ groß und klar. Ich habe es am Anfang ja auch gesagt, das Ganze hat immer Grenzen. Das heißt, wir dürfen hier nicht mit unseren, ich sag mal, High-End-Funktionen und Indikatoren ankommen. Das Ganze würde es sonst einfach wieder springen und den Sinn und Zweck von dem ganzen EA-Generator nicht erfüllen, dass man ohne große Einarbeitung sich in die Thematik einarbeiten kann und dass man es das auch relativ schnell hinbekommt. Wir sehen ja gerade, wir brauchen hier eine Sekunde für 15 Jahre Backtest auf Stundencandles. Nehmen wir einfach dann nochmal den MACD noch rein als Ausstieg. Wie gesagt, geht nicht darum, das Ganze profitabel zu haben. So, das können wir unendlich lang durchspielen. Wir haben hier oben die Assets, die wir noch durchprobieren können. Wir können unterschiedliche Assets testen, verschiedene Zeitintervalle, M30. Wir sehen sofort das Backtest-Ergebnis unten, A4, M15, M5 oder H1. So. Das Ganze wird auch automatisch gefüllt von den historischen Daten. Das ist einmal diese historische Datenproblematik, die kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon ein bisschen mit dem MetaTrader oder mit dem Backtesten, mit automatischen Handelssystemen gearbeitet haben. Wo kriege ich die Daten her? Die Daten sind nicht aktuell, die Qualität ist nicht groß genug. Dieses Problem haben wir hier nicht mehr. Wir haben ja eine große Auswahl an verfügbaren Assets. Also Sie sehen hier die Hauptwährungspaare, wir haben Kryptowährung, Gold, Silber, wir haben Indizes, die gefüllt sind. Und die Daten sind auch mal relativ aktuell. Das heißt, wie gesagt, wir haben es jetzt 18.18 Uhr und die Daten sind bis heute 14 Uhr gepflegt. Das heißt, die haben hier wieder weniger Aufwand und müssen sich nicht auch noch darum kümmern, wo sie die Daten beschaffen. Und natürlich haben wir hier auch nicht alle Daten von allen Assets der Welt eingepflegt. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, Sie möchten die Apple-Aktie zum Beispiel backtesten oder eine Strategie dafür entwickeln, sind die Daten hier nicht gepflegt. Aber, das ist gar kein Problem, Sie können hier auch in den Einstellungen einfach noch eigene Assets hinzufügen. Das heißt, wenn zum Beispiel morgen FXBet ein neues Asset hinzufügt im MetaTrader, 4 oder 5 spielt keine Rolle, dann können Sie einfach die historischen Daten, das müssten Sie dann hier selbst einpflegen, aber vom Aufwand her genauso gering wie das, was wir eben gemacht haben und sagen, gut, neues Währungspaar oder neue Aktie, was auch immer, stellen Sie hier ein, dann ziehen Sie die Daten aus dem MetaTrader rein und das war es auch schon. Und schon können Sie das, was wir hier gemacht haben, auch mit dem neuen Asset machen. Das heißt, wir geben hier oder haben hier was vorgepflegt, was so am meisten verwendet wird, aber wenn Sie hier speziellere Assets testen oder handeln möchten, haben wir das nicht ausgeschlossen. Sie müssen die Daten einfach nur selbst einspielen. Aber von den Funktionen her natürlich kein Problem. So, nehmen wir an, wir haben jetzt hier unsere Strategie zusammen. Wir sagen, super, Performance-Kurve perfekt. Alles so, wie ich es haben möchte. Dann kommt eigentlich der große Vorteil, wo wir uns jetzt den Aufwand sparen. Ja, wir wollen ja natürlich nicht nur hier ein bisschen rumklicken und am Ende des Tages schöne Performance-Kurven haben, sondern wir wollen ja auch das, was im Konto passiert. Und dann können wir die ganze Strategie auch mit 1-2 Klicks einfach exportieren. Das heißt, ich würde jetzt hier oben sagen, automatische Handelsstrategie für den MT4 exportieren. Ich würde jetzt hier raufklicken und schon habe ich automatisch mein Handelssystem heruntergeladen, inklusive Quellcode. Das heißt, wir liefern Ihnen nicht nur die ausführbare Datei, sondern, falls es Sie interessiert oder falls Sie auch ein bisschen programmieren können oder einen Programmierer haben,
Haben Sie auch den kompletten Quellcode oben eigenständig oder wie auch immer, wenn Sie in der Zukunft mal Änderungen oder Anpassungen wünschen, dann können Sie das auch vornehmen. Das heißt, Sie haben die komplette Strategie, die ist in Ihrem Besitz. Die kann Ihnen keiner mehr wegnehmen. Selbst wenn Sie irgendwann den EA-Generator nicht mehr nutzen, weil Sie das durchgetestet haben und fertig sind, die Strategie gehört Ihnen. Und Sie können das Ganze natürlich auch für den Metatrader 5 exportieren, gar kein Problem. Wir können jetzt hier noch was anpassen und sagen, ich nehme das raus, ich nehme das raus, ich nehme jetzt eine neue Einstiegsregel, nehme ich das, bin damit glücklich und dann kann ich hier wieder raufklicken und bekomme die Strategie wieder exportiert. Das heißt, wir sparen hier uns immens viel Arbeit durch das Programmieren. Und das Aufwendigste ist nicht nur unbedingt das Programmieren. Also wenn wir jetzt mal daran denken, dass wir Programmierer beauftragen, ist es natürlich schön. Wir geben dem Programmierer unsere Strategie, er setzt es um, wir testen es. Es gibt vielleicht ein, zwei kleine Fehler, die noch behoben werden müssen. Immer völlig normal bei der Programmierung, dass in der ersten Version nicht alles hundertprozentig läuft. Aber wir sind vielleicht mit dem Ergebnis so nicht zufrieden. Das heißt, wir haben vorher noch nie einen wirklichen Backtest gehabt, unsere Strategie, und merken erst jetzt, wo wir kein Bauchgefühl mehr haben, sondern wo die Strategie wirklich 100% strikt vom Roboter umgesetzt wird, dass die Strategie vielleicht gar nicht so profitabel ist, dass wir uns da was anderes vorgestellt haben. Dann beginnen wir sehr wahrscheinlich, also entweder werfen wir die Strategie in den Papierkorb und sagen, gut, ist doch nichts für uns, oder wir beginnen mit der Optimierung und arbeiten ein bisschen dran und schauen, wo können wir wie was machen. Und da kommt dann der eigentliche Aufwand oder der, ich sag mal, die eigentlichen Kosten dann hoch, wenn wir dann halt wieder zum Programmierer müssen und sagen, probier mal das, das und das und baue mir mal bitte noch das ein und diesen Filter. Ist kostenintensiv, zeitintensiv und ja, so ein bisschen. Ich habe als später, wenn wir nicht selbst programmieren, auch ein bisschen nervig, wenn wir immer wieder angewiesen sind und warten müssen, bis das umgesetzt ist. Dieses Problem haben wir hier auch behoben, sage ich mal. Das heißt, klar, wir können natürlich, wenn wir jetzt unzufrieden sind, klicke ich einfach durch und teste alles Mögliche und sage, das möchte ich auch noch drin haben. Hier brauche ich ja keinen Programmierer für. Dann sage ich, das möchte ich rausnehmen, das gefällt mir nicht. Ich will noch einen ganz anderen Indikator haben. So packe ich das auch noch mit rein, akzeptieren. Super, sieht schon mal schön aus. Klar, ich brauche keinen Programmierer. Aber wie sieht es denn mit den Einstellungen eigentlich aus? Das heißt, wenn wir mal zurückdenken, ein paar Minuten, dann habe ich hier den Stop-Loss von 150 Pips und den Take-Profit von 100 Pips eigentlich ja wahllos gewählt, ne? Ist das dann wirklich gut oder ist der 50er vielleicht viel besser? Natürlich können wir jetzt hier durchklicken und eingeben und testen. 40, ja, okay, sieht schon mal besser aus. Wie ist der 45er? Aber auch das geht effektiver, indem wir hier nicht diese langweilige Klickarbeit machen. Und da kommen wir gleich zur nächsten Kategorie, in die Optimierung, und zwar in die automatische Optimierung. Und bevor wir dahin springen, schaue ich mal auf die Fragen, die wir bisher bekommen haben, um die direkt zu beantworten. Sind auch Pending Orders möglich? Nein, hier gehen die Orders immer direkt Market in den Markt. Kann man Break-Even und Trailing Stop eingeben, zum Beispiel mit PESA, also im Parabolic SAR? Nein, wir haben hier, ich gehe nochmal rauf, wir haben hier die Möglichkeit, den Stop-Loss nachlaufen zu lassen, aber nicht nach einem Indikator. Das heißt, wir können zum Beispiel nicht sagen, ziehe den Stop-Loss immer auf einen Indikator nach, von mir aus dem Parabolic SAR oder Durchschnitt oder was auch immer. Das geht hier nicht. Kann man eine Strategie mit gleichen Indikatoren in 2 bis 3 Zeileneinheiten eingeben? Ja, das geht. Da kommen wir später nochmal in den Portfoliopunkt zu. Da passt das, denke ich mal, besser. Wir können uns hier nämlich noch ein Portfolio zusammenbauen und ich glaube, das geht in die Richtung von Ihrer Frage, dass wir das einfach in mehreren Zeitintervallen laufen lassen können. Also ich würde erstmal sagen, ja, und die genauen Details schauen wir uns dann in der Kategorie Portfolio an. So, dann gehen wir in die Optimierung. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, welche Einstellungsmöglichkeiten sind jetzt eigentlich wirklich gut. Und wir haben ja viele Einstellungsmöglichkeiten, wenn wir uns mal anschauen, was wir gerade haben. Wir haben den Stop-Loss, wir haben den Take-Profit, wir haben MACD, Signal RSI, ein paar andere Indikatoren. Und da sehen wir jetzt hier zum Beispiel die aktuellen Werte. Wir haben gesagt, Stop-Loss 150, TP 100. Ob das nun das Beste ist, wissen wir nicht.
Wir können das auch alles miteinander kombinieren und haben da wahrscheinlich tausende Kombinationsmöglichkeiten. Aber wir können die Arbeit auch einfach vom IA-Generator übernehmen lassen. Und wir sagen zum Beispiel, ich gebe ihm einfach nur Vorgaben, also einen Rahmen gebe ich ihm vor. Und ich sage, der SL muss schon, sollte mindestens 100 Pips sein, aber sollte auch nicht teurer als 200 Pips sein. Take Profit, ähnlich, das sollte schon mindestens 80 Pips sein, aber sollte auch nicht größer als 150 Pips sein. Und dann kann ich auch noch sagen, wie genau er testen soll. Soll er zum Beispiel beim Stop-Loss wirklich den 100er, den 101, 102, 103 durchtesten oder sage ich, gut, so genau brauche ich das nicht. Wenn du das so alle 2, 3 Pips durchtestest, ist das in Ordnung. Das gleiche beim TP und das gleiche könnte ich auch noch bei den anderen Indikatoren umsetzen. Und wenn ich jetzt auf Start drücke, macht er Folgendes. Er testet im Hintergrund alle möglichen Kombinationen durch und schaut für uns, wir sehen es da rechts, das bewegt sich so ein bisschen und die Performance wird immer besser und besser und schaut, welche Kombination die besten sind. Und momentan hat er knapp 600 verschiedene Kombinationen durchgerechnet, ist jetzt bei 65, bei 70%, hat jetzt 700 Berechnungen durchgeführt und wahrscheinlich in 10, 15 Sekunden haben wir die 100% und dann schauen wir mal das Ergebnis. So, knapp 1000 Kombinationen, also von der Zeit her relativ angenehm. Und wir sehen hier unten rechts die durchsichtige Kurve, die fast durchsichtig ist, leicht grau ist. Das ist die initiale Strategie, so wie wir sie eingegeben haben. Und jetzt die obere Performance-Kurve, die schon viel, viel schöner aussieht, ist die, die er selbst errechnet und optimiert hat. Und jetzt kann ich ankommen und sagen, super, vielen Dank, ich akzeptiere die. Aber vorher schauen wir vielleicht mal auf die Backtest-Statistik und schauen einfach mal, was bei rumgekommen ist. Wir sehen hier rechts eine kleine Tabelle und da sehen wir die Optimierung. Im Idealfall haben wir eine Optimierung. Im ja, schlechtesten Fall haben wir keine Optimierung, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach schon selbst die besten oder nahezu die besten Strategien gefunden haben. Also durch die Optimierung haben wir jetzt hier in diesem Beispiel zum Beispiel von 2007 bis heute 3.300 Dollar mehr gewonnen. Wir haben durchschnittlich am Tag einen Mehrgewinn von 60 Cent. Der maximale Verlust ist um knapp 600 Euro geringer geworden. Das Gewinn-Verlust-Verhältnis ist besser geworden und wir machen auch noch gute 100 Trades mehr. Gefällt mir. Ich würde jetzt sagen, akzeptieren. Und dann habe ich diese Strategie in meinem Editor. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder reingehen. Die Ansicht, die kennen wir schon. Und die ganzen Parameter und die Einstellungen, die er jetzt für uns herausgefunden hat, die sind automatisch hier drin. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal in meine Strategieeinstellungen gehe, dann sehe ich zum Beispiel hier, der Stop-Loss von 150 Pips ist scheinbar der beste. Und bei dem TP ist 96 Pips der beste. Ob 96, 95, 94 oder 97 spielt da wahrscheinlich keine Rolle. Also es ist schon mal ein bisschen robuster. Schlimm wäre es, wenn ich von 96, was er eingestellt hat, leicht abweiche und plötzlich die Strategie nicht mehr profitabel ist. Aber das ist hier nicht der Fall. Von daher sieht das schon mal gut aus. Und auch jetzt kann ich wieder sagen, perfekt, vielen Dank. Bitte für mich exportieren. Und dann ziehe ich das in meinem MetaTrader 4 oder 5 von FXBit und dann geht's los. Kann es da traden, auf dem Demokonto, Live-Konto, wie auch immer. Das war die Optimierung. Das heißt, wir haben jetzt einmal Kategorie 1. Das ist der Punkt, wo wir uns das selbst zusammenbauen, wo wir unsere Ideen umsetzen, wo wir ein bisschen rumtesten. Wir haben die zweite Kategorie, das war jetzt die Optimierung, wo wir automatisch sagen, hey, schau mal für mich, was das Beste ist. Wir können jetzt in die dritte Kategorie gehen. Das ist so ein bisschen die, ich würde sagen, die Analyse. Das heißt, viele von Ihnen da draußen sind natürlich Fan davon, das ein bisschen genauer zu analysieren, sich die Zahlen genauer anzusehen. Da haben wir im MetaTrader, ob 4 oder 5, spielt da eigentlich gar keine Rolle, ja schon eine relativ große Auswertung. Wir haben viele Kennzahlen, wir haben jeden einzelnen Trade, den wir sehen und analysieren können. Und das Gleiche werden wir hier nicht vermissen. Eher im Gegenteil, wir bekommen hier nochmal ein bisschen mehr Informationen. Wenn ich einfach nur raufklicke auf die Strategie, natürlich habe ich hier oben einen Kontostandchart. Ich habe noch ein paar Charts zum Drawdown, um einfach mal unter der Performance zu sehen und zu gucken, okay, wie groß war denn eigentlich mein Drawdown zwischendrin? Wenn ich das jetzt sehe, okay, jetzt hier zum Beispiel in der Phase war ich zwischenzeitlich 350 Dollar
Im Jordan, ja, das war so das Maximum, wo ich sage, okay, also da kann ich für mich schon mal die Frage beantworten, gut, 350 Euro, Dollar Jordan ist für mich kein Problem, also das Volumen ist schon mal in Ordnung, gefällt mir. Noch ein paar statistische Zahlen, also eigentlich das, was uns auch der MetaTrader ausspuckt am Ende des Backtests, haben wir hier auch. Aber jetzt kommen wir zu den Punkten, die wir wahrscheinlich im MetaTrader, speziell im MetaTrader 4 vermissen. Sind weitere Analysen, das heißt, wie sind eigentlich die einzelnen Werktage, Montag bis Freitag, wie sind da die Gewinn- und Verluste aufgeteilt, auch stündlich, gibt es vielleicht Stunden oder Tageszeiten, wo ich sage, naja, sollte ich vielleicht lieber auslassen, sortiert nach Ein- und Ausstiegen, um da eventuelle Cluster zu erkennen. Das Ganze natürlich auch nochmal auf Monate aufgeteilt, das heißt, hier kann man nochmal schauen. Gab es einen Monat, der speziell teuer war oder speziell profitabel war, relativ schön aufgezeichnet. Also ich bin immer großer Fan davon, sich nicht nur auf die Performance-Kurve zu verlassen oder nur darauf zu schauen. Sie bringt uns nichts, auch so gut sie auch aussieht. Und wenn wir dann ins Detail gucken und sehen, okay, jetzt bei dieser Strategie zum Beispiel, 2017 habe ich quasi ein, zwei, drei, vier Monate lang nichts wirklich verdient. Also jetzt mit dem Mini-Volumen 7 Dollar. Und dann muss ich mir selbst die Frage beantworten, gut, werde ich da nervös? Also wenn ich jetzt hier 2 Monate lang zum Beispiel kein Trade habe, weil kein Signal generiert wurde, würde ich dann immer noch davor sitzen und sagen, gut, Roboter, du weißt es besser als ich vertraue dir, ich lass laufen. Oder bin ich eher so jemand, der nach 3 Tagen schon sagt, gut, dieser Roboter ist nichts für mich, den beende ich, ich suche was Neues. Also sowas muss man, finde ich, immer ganz, ganz klar vorher sich selbst beantworten. Es gibt solche und solche Trader-Typen. Manche, die brauchen wirklich da Action im Konto und manche andere sagen, ja gut, dann ist es halt so. Wenn ich halt ein halbes Jahr davor sitze und nichts passiert, dann ist das halt so. Aber danach geht es da wieder weiter. Ja, Fragen, die man beantworten muss und nicht nur immer auf, ja, die schöne Performance-Kurve gucken, weil in der Regel geht sie von unten links nach oben rechts, aber das dazwischen, dauert manchmal Wochen oder Monate und das müssen wir aussitzen. Auch wenn das Handelssystem keine Emotionen hat, keine Gier kennt, im Endeffekt sitzen wir trotzdem davor und werden vielleicht selbst nervös und greifen dann ein. So, was haben wir noch für Auswertungen? Für die, die sagen, ja, ich möchte noch weiter ins Detail gehen, wir können natürlich auch hier rückwirkend, quasi wie im MetaTrader, den Chart zurückscrollen, einfach mal schauen, wo waren die Trades? Wie standen die Indikatoren? Um einfach noch Optimierungsmöglichkeiten zu finden. Wir können uns ja die einzelnen Trades ansehen und schauen, ah, okay, vielleicht erkennen wir, der RSI steht immer so und so, wenn wir gerade Verluste generieren und können hier noch Optimierungsmöglichkeiten finden. Also wir haben hier eigentlich jede Information, die wir brauchen, auch wenn wir gar nicht im MetaTrader unterwegs sind, sondern wir sind hier im EA-Generator unterwegs und das auch noch schneller mit mehr Informationen. Also eigentlich haben wir hier keine großen Nachteile, was jetzt die Auswertung von den Strategien zum Beispiel angeht. Dann haben wir noch den Kontoschart, das hatten wir schon gesehen. Und im Journal können wir uns, so wie im MetaTrader auch, 4 oder 5, die ganzen einzelnen Trades noch ansehen. Wir können sie auch runterladen, wir können alle 50 Seiten uns ansehen und da mal schauen, ja, wie das so gelaufen ist. Also, Auswertung, die dritte Kategorie, da vermissen wir, glaube ich, nicht allzu viel, was Zahlen, Charts, Daten angeht zu der Strategie. Also wir haben nicht nur den Kontostart und den Performanceverlauf, sondern auch die ein oder andere Zahl und den einen oder anderen Chart noch mit dazu. So, was haben wir noch für Kategorien? Ich überlege gerade, wo wir am besten weitermachen. Wir haben noch das Portfolio und wir haben noch weitere, ich sag mal, automatisierte Optimierungsmöglichkeiten. Ich würde sagen, wir machen damit weiter, ich würde mal sagen, so ein bisschen die Strategie auf Robustheit zu testen. Der Begriff Curve-Fitting, den kennen wahrscheinlich die einen oder anderen von Ihnen. Das bedeutet so viel wie, dass ich mich zu, ja, überoptimiere. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier einen ganzen Tag einschließen mit dem EA-Generator, werden wir sehr wahrscheinlich auch super optimierte, profitable Systeme, zumindest im Backtest, hinbekommen. Der Backtest ist dann sehr wahrscheinlich auch fehlerfrei. Also wir testen ihn immer wieder durch. Er ist wirklich so, die Preise, die dann vor 15 Jahren gehandelt wurden, die waren wirklich so da. Alles fehlerfrei. Aber sie können überoptimiert sein. Und was meine ich damit mit der Überoptimierung? Es
Es ist, glaube ich, keine Kunst, dass, wenn wir einfach wirklich uns eine Woche hier einsperren, dass wir was Profitables hinbekommen. Und Überoptimierung heißt, dass wir irgendwann wirklich jeden Parameter so anpassen, dass er das Maximale rausholt. Es ist quasi zum Teil macht das der Editor, aber er achtet auch selbst darauf, sich nicht zu überoptimieren. Ich gehe mal kurz in die Strategie zurück, dann kann ich das wahrscheinlich besser erklären. Wir haben ja zum Beispiel einen Stop-Loss. Der beste Stop-Loss, ich glaube, er hatte den 96er Stop-Loss rausbekommen, Take-Profit, Entschuldigung, und den Stop-Loss von 150. Eine Überoptimierung würde dann stattfinden, wenn ich den minimal anpasse, also wenn ich jeden Wert minimal anpasse und das System sofort kippt. Also ich speichere nochmal, das war die Strategie, die er uns angeboten hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel den 96er TP auf 95 ändere und plötzlich das ganze System hier von der Kurve komplett kippt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir, wenn wir die Vergangenheit kennen, natürlich wissen, was wir machen müssen. Und wenn ich mir die Vergangenheit angucke oder wenn ich heute eine Kamera aufstelle in der Straße und mir einpräge, wie die Autos in eine Stunde lang fahren, dann kann ich natürlich 5 Minuten lang mit verbundenen Augen über die Straße laufen, weil ich noch im Kopf habe, okay, jetzt kommt hier das Auto, jetzt kommt hier das Auto, jetzt kommt hier das Auto. So können wir es natürlich mit den historischen Daten auch machen. Damit das nicht passiert, muss ich halt immer gucken, wie robust ist eine Strategie. Das heißt, ich muss diesen Wert, ich muss alle Werte immer ein bisschen anpassen können. So, und wir klicken jetzt diesen von 96 und runtergegangen auf 90 und wir sehen, die Strategie ist immer noch ähnlich, sie kippt nicht. Natürlich, je weiter ich sie anpasse, desto mehr darf sie natürlich abweichen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir können es einmal ganz gut daran erkennen, dass wenn wir eine Strategie haben und die so ein bisschen anpassen nach oben und unten, und sie kippt dann nicht, sondern sie bleibt immer noch im Rahmen wie die Originalstrategie, dann ist es ein Zeichen dafür, dass sie nicht überoptimiert ist. Und das können wir natürlich manuell machen. So, wir können jetzt hier die einzelnen Werte durchgehen und sagen, gut, ich guck mal, wir haben jetzt hier die Periode 4, wir haben die Periode 3, Periode 2, in Ordnung. Ich gucke mal hier, passe die Signallinie leicht an. Okay, auch kein Problem. Aber auch das können wir abnehmen lassen, um so ein bisschen herauszufinden, wie robust das Ganze ist. Da haben wir zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier die Walk-Forward-Analyse, wir haben die Monte-Carlo-Simulation, wir haben die Out-of-Sample-Analyse, um so ein bisschen die Strategie herauszufordern. Und ich würde sagen, in der Kategorie ja, Überoptimierungstest, dann nehmen wir einfach mal die Monte-Carlo-Simulation als Beispiel. Was ist die Monte-Carlo-Simulation? Wir fordern so ein bisschen die Strategie heraus und sagen einfach mal, liebes System oder lieber IR-Generator, mach es einfach mal so, dass du zufällig einfach Einstiege überspringst und zufällig auch Ausstiege überspringst und Positionen auch manchmal einfach zufällig vielleicht schließen. Und den Spread passt den auch mal an. Also so ein bisschen, was wollen wir damit herausfinden? Wenn wir zum Beispiel jeden zweiten Trade weglassen, ist natürlich das System nicht mehr so profitabel. Aber wir wollen ganz extrem mal wissen, was passiert denn, wenn die Realität kommt, also das Live-Trading, und der Markt sich von einer harten Seite zeigt. Und wir kennen es ja alle im Live-Trading. Wir haben mal schlechte Ausführungen, mal dauert es dann plötzlich 3 Sekunden, bis die Position durchgeht, mal ist die Slippage so schlecht, der Spread wird hoch, weil plötzlich was am Markt passiert. Das können wir im Backtest, wir wissen nicht, wie war die Ausführung 2008 am 17. Januar um 14:21? Das wissen wir nicht. Aber wir können es ein bisschen simulieren und können so ein bisschen, sag mal, den Stresstest, kennen wir vielleicht vor einigen Jahren mit den Banken, hier mal durchtesten. Und ich klicke einfach mal auf Start, dann können wir es ein bisschen besser verstehen. Und was macht er jetzt? Er hat jetzt 20 verschiedene Simulationen durchgeführt und hat zum Beispiel bei einer Simulation jeden zweiten Trade weggelassen. Bei einer anderen Simulation hat er jeden Ausstieg, jeden zufälligen Ausstieg einfach übersprungen. Bei einer anderen Simulation hat er die Einstellungen von den Indikatoren zufällig angepasst. Das heißt, den 50er SMA hat er einfach mal auf 60 gestellt, auf 39 und so weiter. Und was ist jetzt Ziel dabei? Wir sehen jetzt hier ganz viele bunte Linien im Chart, die da oben verlaufen alle parallel. Ein paar da unten haben einen kleinen Ausreißer. Was heißt das jetzt? Oder was ist unser Ziel eigentlich dabei? Unser Ziel dabei ist es, dass möglichst viele Linien der Originalstrategie treu bleiben. Und wir haben jetzt hier 20 Analysen, deswegen auch 20 Linien im Chart.
Und sechs davon laufen ganz stark oben aneinander. Sehen es ein bisschen schwer, sieht jetzt von Weitem oder im Webinar wahrscheinlich eher so aus, als ob das die 16 Linien sind. Das hier oben, das Cluster sind quasi 16 Linien hier oben. Hier unten nochmal 4 Linien, also 20 Analysen. Aber 6 davon laufen sehr, sehr nah parallel an der Originalstrategie oben ran. Das heißt, wir können quasi sagen, 6 Extrembeispiele oder Simulationen von 20 waren positiv. Ist das jetzt gut oder schlecht? Schwierige Frage. Ziel ist es natürlich, dass möglichst viele aneinander, viele zufällig generierte Simulationen parallel laufen. Wir müssen aber auch sagen, wir haben hier relativ harte Bedingungen gehabt. Wir haben die historischen Kurse zum Teil, also die historischen Kursdaten vom Euro-Dollar, die würfeln wir zum Teil. Das Bett wird zufällig generiert. Einstiege, Ausstiege zufällig. Die Indikatoren werden einfach zufällig angepasst. Also die Bedingungen sind schon sehr, sehr, sehr hart. Aber wieso machen wir das eigentlich? Wie gesagt, zum einen, um herauszufinden, ob die Strategie robust ist und um auch so ein bisschen das Money- oder Risikomanagement zu testen. Wenn also der Markt einfach komplett verrückt spielt, wir wissen ja nicht, wie die Zukunft aussieht, dann wissen wir zumindest hier schon mal, wie lange dauert es eigentlich, bis mein Geld weg ist. Also wir sehen jetzt hier, die schlechteste Performance-Kurve ist eigentlich die lilane. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wir sehen hier dran zumindest schon mal, dass egal wie verrückt der Markt spielt, das Risikomanagement gar nicht so schlecht ist, weil wir nicht mit einem Trade unser Konto verlieren. Also wir haben ja kein Martingale-System drin oder keine Stop-Loss, die fernab der Realität sind, sondern das sieht man wahrscheinlich im Webinar nicht ganz genau, aber wenn wir hier reinscrollen würden, würden wir sehen, dass da ganz, ganz viele Trades dahinter stecken. Und auf dem Weg bis zum Margin Call oder bis das Konto geplättet ist, vergehen viele, viele, viele Trades. Also wäre meine Einschätzung in dem Fall, gut, ich muss jetzt schon mal keine Sorge haben, dass von heute auf morgen, wenn der Markt sich ändert, anpasst oder wir Extremsituationen haben, dass das Konto geschrottet wird. Ja. Das ist quasi Ziel von diesen Analysen, dass wir herausfinden, wenn wir so ein bisschen die Strategie stressen können und herausfinden können, wie schnell wäre dann theoretisch mein Geld weg? Oder wie schnell erkenne ich, dass das System kippt? Wie viele Chancen habe ich eigentlich noch? Ne? Ganz klar, jede Strategie oder keine Strategie der Welt läuft 200 Jahre lang ohne Anpassungen. Ne? Der Markt ändert sich, alles ändert sich auf der Welt. Wir müssen immer mal wieder anpassen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, diese Strategie ist nicht mehr profitabel, ich muss sie jetzt ausschalten. Da brauchen wir natürlich eine gewisse Vorlaufzeit. Also wir brauchen schon Zeit, um zu erkennen, das funktioniert nicht mehr. Und diese Zeit, die hätten wir hier in dieser Strategie. Weil wir nicht von heute auf morgen zwei Trades machen und das Konto platt ist, sondern es vergehen viele, viele Trades und wir erkennen einen Abtrend. Das zu der Monte Carlo Simulation. Wie gesagt, wir können ja auch unendlich lang durchspielen, haben wir noch ein paar Analysen dazu, können das Ganze noch anpassen. Wir können auch sagen, wir möchten 100 Trades haben, 100 Simulationen und so weiter. Aber das würde ein bisschen den zeitlichen Rahmen heute sprengen, ist aber ja, eine wichtige Funktion, um die Stabilität, Robustheit zu testen. Letzter Punkt, bevor wir zu den Portfolios kommen, sind die weiteren Märkte. Ne? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die wir uns früher oder später immer stellen. Läuft dieses System nur mit dem Euro-Dollar oder läuft es auch mit dem australischen US-Dollar, britischen US-Dollar, Neuseeland-Dollar, euro-australischen Dollar? Wie sieht es mit verschiedenen Zeitintervallen aus? Das alles können wir hier durchtesten. Wir können auch sagen, gut, ich nehme jetzt nochmal den auf 30, klicke auf Start und dann testet er alle Märkte durch. Das heißt, ich sehe jetzt sofort, ohne 6 einzelne Backtests laufen zu lassen, die über Stunden laufen. Gut, mit dem Euro-Dollar, perfekt. Mit allen anderen Märkten eher nicht so. Das ist weder positiv noch negativ. Wir nutzen hier wahrscheinlich einfach nur den Charakter aus von eines Marktes vom Euro-Dollar. So, ich kann jetzt auch mal sagen, ich möchte nur mal den Euro-Dollar durchtesten. Stunde, 15 Minuten, 30 Minuten. Rest nehme ich weg. Klicke einfach auf Start. Warte wieder 2-3 Sekunden und sehe, okay, Stunde ist das Beste, M15 plus minus 0, M30 auch plus minus 0. Das heißt, wir müssen also nicht zurück in unsere Strategie gehen und jetzt hier oben immer sagen, M15 warten, M30 warten, A1 warten, sondern wir können es einfach über
die Funktion weitere Märkte erledigen. So, Portfoliofunktion, das ist das Spannende. Was ist Portfolio? Kennen wir wahrscheinlich alle. Ich sage es mal so, oder ich versuche es mal damit zu erklären. Wenn wir ein System laufen lassen oder mit einem Handelssystem starten, machen wir schon mal viel richtig und viel, viel mehr als die Mehrheit aller Trader. Das heißt, wir haben quasi erkannt, Automatisierung haben wir heute überall. Im Trading macht es Sinn und wir haben wenigstens ein Handelssystem ins Rennen geschickt. Für viele schon ein großer, großer Erfolg oder ein großer Akt überhaupt, das erste Handelssystem am Start zu bekommen, ob das programmiert ist, gekauft ist, kostenlos heruntergeladen ist, spielt gar keine Rolle. Die Königsdisziplin ist aber meiner Meinung nach, ein Portfolio zu führen. Und dann bringe ich mal gerne mein Standardbeispiel im Immobilienbereich. Wenn wir eine Wohnung haben, ein Haus haben, gekauft haben und das vermieten, dann können wir uns eigentlich noch nicht als professionellen Immobilieninvestor bezeichnen. Können wir schon, aber gehört irgendwie noch ein bisschen was anderes dazu. Wie würde es der professionellere Immobilieninvestor machen? Er würde sich natürlich verschiedene Immobilien kaufen und auch diversifiziert. Von mir aus 5 Wohnungen in Berlin, 3 Großfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser in Brandenburg, Gewerbeimmobilien in Düsseldorf, von mir aus auch noch was in Schweiz und Österreich. Er ist einfach breit aufgestellt, damit der Fall, wenn ein Fall eintritt, dass zum Beispiel eine Wohnung brennt, ein Haus brennt, wir einen Wasserschaden haben, die Miete um 100% gemindert wird oder wir Mietnomaden haben, dass es uns im Großen und Ganzen nicht stört, dass wir nicht unseren Lebensstandard herabsinken müssen, dass wir nicht plötzlich gar keine Einnahmen mehr haben, sondern es ist natürlich ärgerlich, aber wenn eine Immobilie von mir aus 20, 30 ausfällt, ist das kein Problem. Und jetzt den Sprung zurück zum Trading. Wenn ich ein Handelssystem habe, und wir gerade in einer Drawdown-Phase sind, ist das natürlich ärgerlich, weil wir gerade keine Einnahmen haben oder weil wir gerade nur Verluste generieren. Und in einem Portfolio, wenn wir das gut aufstellen und breit aufstellen, interessiert es uns auch nicht. Wenn ich also 10 Systeme habe, Euro-Dollar, den DAX, den Bitcoin, die Apple-Aktie, S&P, Dow Jones und noch ein paar andere Währungspaare, die möglichst wenig miteinander korrelieren, und wir dann zum Beispiel die Situation haben, dass bei Apple die Zahlen einbrechen oder der Markt ist nicht volatil. Das heißt, die Apple-Aktie bleibt über Monate lang bei plus, minus, null, sie bewegt sich gar nicht. Dann interessiert das uns eigentlich nicht, weil wir haben noch andere 19 andere Systeme, die Performance generieren. Und das machen wir mit einem Portfolio. Und das ist in der Regel extrem schwierig und sehr, sehr teuer, weil mein Portfolio aufzubauen, müssen wir erstmal mehrere Handelssysteme kaufen oder selbst entwickeln. Und das Ganze geht hier mit dem IR-Generator relativ günstig und auch einfacher. Und da kommen wir auch auf die Frage zurück, ob wir zum Beispiel eine Strategie auf mehrere Zeitintervalle laufen lassen können. Das geht hier nämlich. Schauen wir uns das Ganze mal an. Portfolio. Wir haben ja eine Strategie vorhin generiert. Das ist die hier. Und ich sage, das ist System Nummer 1. Die soll in unser Portfolio rein. Ich möchte das entweder natürlich einzeln handeln, gar kein Problem. Oder ich sage, ich nehme sie hier in mein Portfolio auf. Habe ich draufgeklickt, ist erstmal aufgenommen. So, und jetzt klicken wir uns noch ganz schnell was anderes zusammen. Muss nicht profitabel sein. Ich sage jetzt super, diese Strategie nehmen wir von mir aus auf. Anderes Währungspaar, anderes Zeitintervall. Performance-Strategie Mist, aber sie gefällt uns jetzt trotzdem. Ich nehme sie im Portfolio mit auf. So, nehmen wir noch eine dritte Strategie. So, muss auch nicht schön aussehen, gefällt mir super, nehme ich mit auf. Natürlich stecken wir in der Regel ein bisschen mehr Zeit rein. Es geht ja um unser Kapital. So, und jetzt sehen wir hier oben bei Portfolio haben wir schon mal eine 3. Wie würden wir es regulär machen? Bisher würden wir wahrscheinlich jede einzelne Strategie exportieren. Das heißt, ich würde jetzt auch hier sagen, exportieren, bei der anderen exportieren. Und dann hätte ich im MetaTrader 3 verschiedene Charts offen mit 3 unterschiedlichen Handelssystemen, also Export-Advisern. Gar kein Problem, kann man natürlich so machen. Alles in Ordnung. Aber wir können es auch etwas eleganter lösen mit der Portfolio-Funktion. So, das heißt, wir haben jetzt hier im Portfolio 3 verschiedene Systeme. Lass uns mal kurz berechnen. 3 verschiedene Systeme. Und kann das Ganze exportieren auch noch. Das heißt,
Ich kann jetzt hier einfach sagen, exportieren als MT4-Portfolio und dann habe ich alle Systeme zusammen als ein EA. Ich klicke hier auf. So, und hätte jetzt nur noch ein EA. Das heißt, ich müsste nur noch ein EA laufen lassen und muss nicht drei Charts offen haben, wo alles jeweils einzeln läuft. Das heißt, bei drei ist es natürlich, wie gesagt, gar kein Problem. Aber wenn ich hier ein bisschen was, wenn ich mit der Zeit noch mehr Systeme habe, bleiben wir bei unserem Standard. Ich packe jetzt hier noch was rein. Super, zum Portfolio. Gefällt mir. Auch. So, dann möchte ich noch einen weiteren Indikator. Nicht gespeichert. So, jetzt gespeichert. Möchte ich noch dazu haben. Ich möchte das nochmal anpassen. Dann will ich den hier noch drin haben, mit zum Portfolio hinzu. Das kann ich unendlich lang weit treiben. Also wir können quasi, wenn wir beim Immobilienbeispiel bleiben, uns sehr breit aufstellen. Und das Ganze, das ist eine persönliche Sache, natürlich immer weiterhin einzeln exportieren. Oder ich sage einfach, gut, ich möchte es als Portfolio EA haben und ich möchte das bitte einfach nur als ein EA haben, möchte das exportieren und dann habe ich halt nur eine Datei im Portfolio, die ich dann einfach laufen lasse. So. Wie gesagt, ist eine persönliche Sache, was Ihnen da lieber ist. Wir können natürlich auch beides parallel fahren und immer sagen, ich exportiere jede einzelne Strategie und ich exportiere mir das Portfolio, damit ich einfach, wenn ich mal sagen möchte, ich möchte eine Strategie nicht mal laufen lassen, dass ich dann einfach einen einzelnen EA entferne. Alles gar kein Problem. Ist in der Regel eine persönliche Sache, was uns angenehmer ist, aber manchmal bleibt es ein bisschen oder gewinnen wir damit ein bisschen besser den Überblick, als wenn wir dann da im Extremfall sind und 30, 40 Charts offen haben und manchmal gar nicht mehr wissen, laufen die alle. Und so müssen wir halt mal eins kontrollieren. So, damit haben wir diese Kategorie auch abgeführt. Wir haben natürlich noch viele, viele, viele mehr Funktionen. Das heißt, wir können auch weiter in die Tiefe gehen, aber ich denke mal, das können Sie einfach selbst für sich in Ruhe in der Testversion durchchecken. Was wird immer noch so gerne gefragt? Wie sieht es mit den historischen Daten aus? Hatten wir ganz grob. Spreads, Gebühren, wie groß ist der Spread, wie groß ist das Swap und so weiter? Ist der anpassbar? Ist der angepasst? Gar kein Problem. Ne? Also wir können natürlich für uns sagen, okay, beim Euro-Dollar, der Spread von einem Pip, bin ich jetzt nicht der Meinung von mir aus, stelle ich dann einfach hoch auf 1,5 Pip zum Beispiel. Swap-Gebühren, die sind aber nicht aktuell, aber wenn ich long gehe, die sind von mir aus bei 5, 6 Euro, alles kein Problem. Ne? Also wir können, das ist schon wieder ein bisschen weiter in die Tiefe, das Ganze auch anpassen, wenn wir der Meinung sind, dass es anders ist. Wir können auch neue Symbole hinzufügen, unsere eigenen Daten hinzufügen, die Daten noch anpassen und so weiter. Das sind so die Detailfunktionen, die man sich am besten in Ruhe nochmal ansieht, um das nochmal zu checken, ob das was für einen ist. Wir können natürlich den Kontostand anpassen. Was haben wir für eine Währung? Was haben wir für einen Hebel? Wie sind meine Handelszeiten? Also vielleicht passt FX-Wert die Zeiten an. Der Handel wird eine Stunde vorverlegt, zurückverlegt und so weiter. Das alles können wir anpassen. Aber das sind so Detailsachen, wie gesagt, die sind wahrscheinlich uninteressant, die jetzt hier groß im Webinar zu behandeln. Aber für die, die wahrscheinlich danach fragen oder für die es interessant ist, lohnt sich der Blick in jede einzelne Kategorie, würde ich sagen. So, perfekt. Zeitlich würde ich sagen, haben wir das Wichtigste vorgestellt. Ne? Also ich empfehle immer jeden, weil es einfach nichts kostet und auch keine Abo-Falle versteckt, sich einfach den Testzugang erstellen. Und ich würde sagen, wir nutzen die letzten Minuten noch, um die ganzen Fragen durchzugehen. Einige Fragen sind noch offen. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, gerne her damit. Ein paar Minuten haben wir noch. So, die nächste Frage. Auf welchem Währungspaar und Timeframe läuft ein Portfolio im MT4 mit mehreren Währungspaaren und Perioden? Wir können eine Portfolio-Analyse, also ein Portfolio-Backtest auch durchführen. Ich gehe mal kurz zurück. Das heißt, wenn wir jetzt unser Portfolio haben, dann können wir auch einen Portfolio-Backtest durchführen. Das immer nur innerhalb des Währungspaares. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Portfolio 2, 3 Euro-Dollar-Systeme habe,
dann kann ich die in dem Portfolio auch zusammen backtesten, um halt eine einheitliche oder eine Gesamtperformance zu sehen. Was ich nicht machen kann, ist verschiedene Assets miteinander in der Analyse zu kombinieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe zwei Euro-Dollar-Systeme und zwei DAX-Systeme, dass ich diese vier Systeme zusammen in einem Backtest führe. Das kann ich hier in einer Analyse nicht machen, sondern das gilt immer nur für für Systeme vom gleichen Währungspaar. Steht ein Handbuch zur Verfügung, um alle Funktionen nutzen zu können, oder stehen weitergehende Videotutorials zur Verfügung? Ja, die Frage kam in letzter Zeit relativ häufig. Wir haben verlinkt, das bekommen Sie auch auch im Testzugang, gibt es eine Dokumentation, die ist aktuell nur auf Englisch verfügbar. Wir sind aber dabei, eine Online-Mediathek anzufertigen mit deutschen Beispielvideos und Erklärvideos, um das Ganze besser zu verstehen, wo wir einzelne Praxissituationen durchgehen, wo wir die einzelnen Funktionen kurz und knapp durchgehen, ohne sich stundenlang Videos angucken zu müssen, sondern kurz und knapp, das ist die Funktion, 2-3 Minuten erklärt, das ist da, das und da. Das wird gerade noch ausgebaut, und das bekommen auch alle, also auch alle, die jetzt zum Beispiel den EA-Generator kaufen oder in der Vergangenheit gekauft haben, die bekommen natürlich dann auch den Zugang dazu. Das wird so oder so dann Bestandteil vom EA-Generator sein. Dafür muss man jetzt nicht nochmal extra bezahlen oder was extra dazu buchen. So, perfekt. Dann zeige ich Ihnen gerne nochmal die Seite, wo Sie das Ganze bekommen. Wie gesagt, auf iocamp.de, hier oben haben wir unter Produkte den EA-Generator, und da müssen wir einfach nur ein bisschen runterscrollen, und dann bekommen wir hoch. Zu weit gescrollt, dann können wir hier den Zugang anlegen. Den gibt es in der Regel auch sofort, also 2-3 Minuten, nachdem Sie das beantragt haben, bekommen Sie die Zugangsdaten. Sollte nach 1-2 Stunden noch nichts da sein, schreiben Sie uns gerne an. Manchmal wird sich auch was verschluckt. Das ist nicht böse gemeint, dann schicken wir Ihnen die ganzen Sachen manuell zu. Und Sie als FX-Wett-Kunde profitieren natürlich doppelt. Zum einen haben Sie natürlich einen Top-Broker an der Seite, und wenn Sie sagen, oder der Test Sie überzeugt und sagen, super, möchte ich haben, gibt es ja auch auf der Seite von FXBet noch den Gutscheincode FXBet-CAMP5. Dann sparen Sie auf den L-Generator oder prinzipiell auf alle Systeme oder alle Produkte von IOCamp nochmal 5%. Also die kann man sich immer gerne mitnehmen. So, letzte Frage haben wir noch. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch für heute. Wir haben gesehen, ein Portfolio mit mehr als einem Währungspaar. Wie lasse ich den EA im MT4 laufen? Ein Chart mit dem EA, mit 4 Strategien und 3 Währungen. Achso, jetzt verstehe ich die Frage. Wir müssen einfach nur einen Chart aufhaben. Also wenn ich jetzt ein Portfolio exportiere im EA-Generator, dann muss ich im MetaTrader einfach nur einen Chart aufhaben, und das Asset ist da egal. Also ich kann von mir aus auch zum Beispiel nur den Euro-Dollar öffnen. Und trotzdem würde der Portfolio auch den DAX handeln, wenn wir das im Portfolio drin haben. Das spielt keine Rolle. Also der Portfolio A weiß, okay, ich muss jetzt noch den DAX handeln, und dann handelt er auch noch den DAX im Hintergrund. Also wir müssen dann nicht den Portfolio mehrfach öffnen, sondern es reicht einfach auf einen Chart aus dem Portfolio das Ganze zu öffnen, und dann handelt er trotzdem automatisch im Hintergrund andere Zeitintervalle beziehungsweise auch andere Assets dann, die wir im Portfolio aufgenommen haben. Gut, letzte Frage nehmen wir noch, weil wir noch 1 Minute haben. Wie fügt man den exportierten Datensatz in den MetaTrader ein, und geschieht dies beim Export automatisch? Dafür haben wir auch eine Anleitung. Wir haben ja eine Datei, die exportiert wird. Also hier unten, das sind die einzelnen Dateien, .mq4-Dateien. Wir müssen einfach nur den MetaTrader öffnen. Wie gesagt, da gibt es noch eine Anleitung zu. Dann gehen wir oben auf Datei, Dateiordner öffnen. Und dann gibt es da einfach den Ordner, der heißt Experten. Da fügen wir die Datei ein. Und das war es auch schon. Dann ist er installiert. Also wir müssen keine Installationsdatei durchführen, sondern es ist im Grunde genommen einfach nur eine Datei, und zwar die, die wir hier runtergeladen haben. Die fügen wir in einen Ordner von dem MetaTrader, und dann ist es automatisch schon im MetaTrader 4 oder 5 von FXBet enthalten. Dazu, wie gesagt, das ist immer ein Pfad, den kann man sich nicht merken, unter C, Programme, MetaTrader, dann irgendein Code.
Dazu haben wir auch Anleitungen, wie man das installiert. Das ist, das merkt man sich nicht, das klickt man einfach durch und guckt sich das ab. Aber wirklich einfach. Also es ist immer nur eine Datei, die in einen anderen Ordner geschoben wird und dann ist das Handelssystem auch sofort schon im MetaTrader verfügbar. Perfekt. Dann haben wir eine Punktlandung getroffen, würde ich sagen, Nelson. So schaut's aus. Wunderbar. Also auch hier von unserer Seite, wenn da Fragen aufkommen, jetzt nach dem Webinar, oder wenn Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich auch die Fragen an uns schicken und wir leiten das dann gerne weiter. Sehr schön. Dann würde ich sagen, von meiner Seite aus, vielen Dank für Ihre Zeit. Wie gesagt, wenn Fragen da sind, gerne FXWirt kontaktieren oder uns kontaktieren. Wenn Sie da lieber kontaktieren möchten, die Frage kommt so oder so an der richtigen Stelle an und wird beantwortet. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Nelson, vielen Dank, dass wir das Webinar wieder durchgeführt haben. Und ich würde standardsgemäß sagen, passen Sie gut auf Ihre Position auf und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend. Sehr gut, jetzt habe ich keinen Satz mehr, den ich sagen kann. Also, aber ich bedanke mich natürlich bei dir für das Webinar. Wieder sehr interessant und natürlich vielen Dank an alle, die teilgenommen haben oder sich gerade die Aufzeichnung anschauen und sich für das Thema interessieren. Ich wünsche natürlich ebenfalls noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Also bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao. Tschüss.